ist Ralf Suhr mit der Natur und ich habe heute ein interessantes Gespräch mit Rico auf zur Wahrheit gehabt und wir haben uns hier über Chemtrails unterhalten und das war also erstaunlich. Wir hatten vorhin in unserem beziehungsweise in meinem Haus hatten wir einen fetten Organizer stationiert und ausgerichtet und kurz darauf passiert also Folgendes: mehrere Flugzeuge kamen aus verschiedenen Richtungen und drehten wirklich direkt auf das Haus zu, um ihre Chemtrails dort zu versprühen. Man kann jetzt noch die Reste sehen. Ich drehe mich mal hier um und hinter mir, wenn man so in den Himmel guckt, kann man das sehen. Da drüben sind also noch die alten Chemtrails von vorhin, die sich jetzt langsam auflösen und süßen. Und ja, was das hier zu sagen hat, ist echt auch für Leute, die glauben, das sind Passagierflugzeuge, den kann ich echt eine Absage erteilen, weil es kann sich nicht um Passagierflugzeuge handeln, die hier ja, Kreise und Bögen fliegen. Und dann wieder zum Ursprungsort zurückfliegen und Flieger, die sich hier unterwegs in der Luft oben treffen und ja, dann auf gleicher Höhe wieder zurückfliegen. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Außerdem kann man hier heute auch richtig gut erkennen, dass hier Frequenzmuster am Himmel zu sehen sind. Früher als Kind auch nicht so gesehen. Ich weiß ganz genau, ich habe viel in den Himmel geguckt. Ich habe auch an der Nordsee gelegen und in die Wolken geschaut. Und das war niemals so komisch. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass das nicht von Chemtrails ist. Also, weil viele Leute, habe ich gelesen, die bestreiten das und das ist so was nicht gibt. Also für mich absolut Realität. Ich finde es unmöglich, Leute. Das ist echt schräg, was hier auf unserer Welt passiert. Aber okay. Ne? Ich hoffe, die Piloten, die checken das auch irgendwann mal, was sie da tun. Oder was, wo sie zu missbraucht werden. Und dass sie sich auch dagegen wehren, diese Welt zu verdrängen, zu verschmutzen. Ja, war ziemlich scheiße. Und hoffe, dass es bald ein Ende hat. Ja? Also, voll. Guck dir das an. Sogar. Alter, sind wir aber aus dem Zeitalter. Oh, da, oh, der muss ich sehen. Guck mal. Der da hinten, der, genau. Alter Schwede. Der macht das da hinten so eine schöne Kurve, ne? Das ist doch der Wahnsinn. Ja, direkt live. Der nimmt jetzt Abkürzungen über dein Haus. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist tatsächlich echt genau über... Guck mal, der reiht sich jetzt bestimmt in diesen Streifen. Du hast recht. Das ist genau über dem Haus. Ich meine, da, wenn man jetzt hier mal so guckt, da ist nicht so viel. Ne? Da ist gar nichts. Ne? Also das, und der da hinten, das ist natürlich echt so ein typisches Teil. Da auch die Kurve, ne? Ja, bei dem sieht man auch deutlich eine Kurve. Ja. Der ist wahrscheinlich, ist das einer von vorhin, der ist schon abgedriftet. Die kommen irgendwo her und ziehen eine Kurve. Das ist doch, ich meine, ein Linienflugzeug fliegt doch von A nach B. Ja. Und zieht nicht zwischendurch drin irgendwelche Kurven. Ist das falsch? Nicht, das müsste doch theoretisch ein Flughafen nicht gleich da hinten sein und die rotieren da irgendwie und dann hast du hier eine Kurve. Ja, so kann ich das nicht sehen hier. Doch da. Schon extrem und vor allem. Oh ja, genau. Da ist der nächste schon. Und wirklich, alles konzentriert sich hier echt über mein Haus. Das ist unfassbar. Hier, das ist nicht normal, ey.
Ja. Sich ausbreitet. Genau. Und da schon ansatzweise so ein Flecken und so. Und da oben fliegen sie jetzt beide gemeinsam. Ey, wenn du mich fragst, haben die gerade direkt auf den Haufen. Weil du siehst da vorne so leichte Rippen daneben, fängt es aber schon an, sich wieder aufzulösen. Ja. Da oben so eine kleine Ecke, siehst du die? So, die sieht aus wie die geschwungene Zuckerwatte. Da ist ja dieses, wie ein enges Flügel. Ja, genau. Unter ja. Den Streifen da. Ja. Und da oben an der rechten Kante ist eine leichte Wirbelstruktur. Und da hinten in dem anderen großen Fleck ist links, fängt das schon an, sich total nach Wirbeln aufzulösen. Rechts siehst du immer noch so ein leichtes Flecken. Ja. Guck mal, die beiden, die fliegen jetzt wirklich da hinten beide nebeneinander weg. Ja. Die kennen sich natürlich. Als wenn da was hinter sich herzieht. Auf der linken Seite. Als wenn da was dranhängt oder so. Ja. Okay, so. So. Jetzt hier nochmal eine Übersicht, was hier abgeht. Abging vorhin. Also ein Flieger ist von da hinten gekommen, ist hier direkt über mein Haus abgebogen und ein Flieger ist von da hinten gekommen. So. Macht hier eine fette Schleife über mein Haus. Mein der ist jetzt auch gerade da. Und sprühen da alles voll, ne? Da hinten. Ein bisschen weiter links ist das Haus, ja. Wahrscheinlich da, wo die Rippen in der Wolke sind. Genau, das sehe ich auch so. Das ist die Laune zu vermiesen und die Gesundheit. Ja. Also es gibt ja auch dieses neue Video, Ärzte sprechen über Piloten und Ärzte sprechen über Chemtrails. Und da sagt der eine auch, es gibt ja diesen einen Menschen in Amerika, der sich sehr damit auseinandersetzt und mit Aufklärung oder so. Und den, da sieht man über Google Earth ganz deutlich, dass sie den sowas von dicht sprühen und der wohnt in einem extra im Nirgendwo. Generell Leute, die aktiv werden dagegen, kriegen eine extra Dosis. Also mein Rekord war am Tag zwischen 150 und 250 Flugzeugen. Mindestens. Guck mal hier, was der hier für komische. Ja, jetzt. Das ist dieser Richtungswechsel. Auch das da, man muss das nochmal ganz genau sagen, ne? Ja. Der Flieger da, ja. Also der Streifen, der da, ne? Der kam von da, genau. Fliegt diese Runde, ja. Dann kommt noch der da von da hinten, der auch diesen komischen genau. Streifen gezogen hat, ja, mit dem Knick. Dann treffen sich beide und fliegen in dieselbe Richtung richtig. Zurück, woraus der hier gekommen ist. Genau. Als ob der nur von da gekommen wäre, hier die Scheiße ablädt, ja. Ne, bei uns und dann wieder zurückfliegt nach ja, Hause. Richtig. So hier sieht das sehen offiziell Sie eine auch. Luftbetankung. Eine nicht genehmigte Luftbetankung. Soweit ich weiß, ist das illegal. In der Höhe und über besiedeltem Gebiet. Ja, ne? Auf ist jeden Fall. Ist das krass. Auf jeden Fall, da hängt einer drüber. Aber hier. Das ist doch typisch, ne? Das ist, also wirklich kein Linienflieger ist. Luftbetankung macht illegal. Und hier nochmal so eine Ansicht über mein Haus, was da los ist. Diese Kante da, ja. Da sieht man schon auf jeden Fall, oder da sagen wir unter den Streifen, links unter den beiden Streifen aha. Sieht man schon diese leichte, faserige, geschwungene Struktur. Ja. Das sind für genau. Mich auf jeden Fall Sülfen. Aha. Und die da drüber hier, die da in den Chemtrail sich da bilden, das ist für mich auch schon ansatzweise Sülfen, weil man erkennt da, wo du so ansatzweise Striche erkennst, dass es eigentlich auch Zickzack ist und dazwischen auch dieses geschwungene, faserige ist. Okay. Das kann man da so erkennen. Beziehungsweise sind das ja. Vielleicht, oder war das eben noch gehabtes, aber es fängt jetzt an sich aufzulösen. Ja, also hier oben siehst du in der Atmosphäre ja auch hier überall diese Rippen, ja. Diese Rippen, ne? Ja. Ja, hier wird auf jeden Fall drauf gehabt, aber das, ne? Das ist, trotzdem im Begriff, sich schon aufzulösen. Ja. Also wenn das jetzt total in denen ihrer Hand wäre, dann hättest du jetzt hier durch den Kram eine geschlossene Decke. Die wäre gleichmäßig überall und überall wären die Rippen drin. Okay. Kann ich dir hier aus Japan zum Beispiel ideale Fotos zeigen. Aha. Aufnahmen. Das ist schon aber siehst du ja hier, dass da hinten, ne, das kommt hier nicht gut raus. Hier nee. Auch da, ne, das ist, ja. Da irgendwie ist hier... Da sieht man das gut, wie blau das da noch ist. Stimmt. Und dann in Richtung, guck mal, in Richtung zu dir, haben sie es auch ganz geballt dann so. Da siehst du auch richtig diesen dunstigen Nebel, ne?
Und da jetzt bei der Sonne, ne, wie sie es auch versucht haben, wieder genau vor die Sonne zu machen. Immer schön in den Sonnenverlauf rein. Das ist so auffällig. Das ist für mich irgendwie das größte Rätsel, dass die Leute, die das nicht sehen wollen, dass denen nicht auffällt, dass die das massiv vor die Sonne sprühen. Abends und morgens, ja. Und abends. Das verstehe ich nicht, dass man das nicht erkennt, dass das unnormal ist. Und das, frühe Erinnerungen plus das kombiniert mit dem Flightradar 24, was für jeden leicht nachzuvollziehen war, dass es nicht normal sein kann, weil diese scheiß Flugzeuge. Ja, ich meine, ich habe ja zeitweise gemacht, mich hingesetzt, ne, und das gefilmt und gezählt. Und wenn dann jetzt, sag ich mal, von 150 Flugzeugen nicht ein einziges auf diesem Radar drauf ist, und das war in Bestzeiten so. Ah ja. Und alle sprühen aber so einen Streifen. Was soll das denn sein? Stimmt. Also mir sagte mal jemand, nee, Blödsinn, ich habe ja angerufen in der Flugsicherung. Ja. In Hamburg, ja. Und haben die mir gesagt, dass wenn die nicht auf dem Radar sind, dass das Militär, Paramilitär- oder Diplomatenmaschinen. Ach, hier. Meistens sind. Das ist schon wieder der nächste. Kleines Update hier. So sieht das jetzt aus hier. Es zieht sich also dicht. Man kann hier also richtig sehen, dass die Bewölkung sich hier schön verteilt hat. Na, hier zum Beispiel kann man richtig schön erkennen, dass da richtig Frequenzmuster zu erkennen sind, ja.